Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Wir haben gerade hier oben eine Wache zugeteilt. Die kann dann auch immer fleißig die Türen auf und zu machen. Die ist aber noch im Weg dahin. Wie man sieht, wir haben gerade Hofgang und wow, die verteilen sich endlich mal auf dem Hof. Das haben wir auch eher selten. Essen kommt vor, ja. Und wir sind darauf, dass wir hier gerade unser schlechtes Essen servieren. Die Forschung läuft noch. Und wir könnten eine neue Subvention annehmen. Gefängnisproduktion vielleicht. Kurzfristige Investitionen. Machen wir 11.000 Gewinn. Ich finde, das lassen wir mal laufen. Das ist gut. Weil es läuft 71 Stunden. Das haben wir sowieso bald abgeschlossen. Und dann lassen wir mal die Zeit ruhig ein bisschen schneller laufen. Wobei ich überlege, ob wir jetzt nicht sofort eine Werkstatt bauen. Wie muss denn so eine Werkstatt aussehen? Weil dann könnte man da nämlich auch welche drin schulen. Dann können die arbeiten und ich glaube, da verdient man auch zusätzlich Geld mit. Das hätten wir vielleicht schon mal viel eher machen sollen. Baumschule. Werkstatt. Tischsäge, Hydraulikpresse, Tisch. Mindestens 5x5, dann machen wir es 5x10 oder so. Wir planen das mal erstmal. Was hier so machen? 5x10 erscheint mir ein bisschen klein. Machen wir doch lieber 10x20. Dann haben wir eine schöne große Werkstatt. Dann setzen wir das Ganze aber ein tiefer. So. Hier haben wir zwei, dann ist da nur einer. So, dass wir es ein bisschen ordentlich haben. Als Vorbereitung könnten wir ja schon mal die Bäume hier demontieren. Dann haben wir hier auf jeden Fall Platz und machen auch gleichzeitig noch ein bisschen Geld. Gut, ich würde sagen, das können wir auch so in Angriff nehmen. Ich muss sowieso mal gucken, was das jetzt und wie das funktioniert. Dann setzen wir hier 1, 2, hier den Zaun hin. Ich würde sagen, wir ziehen den sofort nach hier unten. Dann können wir nicht hier unten auch noch das Lager hinmachen, was uns noch fehlt. Und dann machen wir nämlich hier Personaltüren hin. Hier braucht nämlich sonst keiner durch. Außer Personal. Finde ich. Machen wir hier eine Personaltür hin. Dann machen wir nämlich den Zaun. Nee, das ist, haben wir jetzt hier die Personaltür. Machen wir hier den Zaun weiter und setzen da auch noch eine Personaltür hin. Dann kommen hier Gehwegsplatten hin. Da fehlt übrigens auch noch Gehwegsplatten, sehe ich gerade. So wie da. Ja, das bremst ja alles. Die können ja viel schneller laufen, wenn sie da drüber gehen. So, das sieht in Ordnung aus. Wenn wir hier die Tür haben, hätte ich natürlich gerne hier auch den Weg. Genauso wie da, da und da. Und da müssen wir dann, sobald der Zaun fertig ist, auch noch hinsetzen. Okay. Dann können wir wieder schneller laufen lassen. Unsere Arbeiter haben mittlerweile schon einen ganz ordentlichen Weg zu überwinden hier.
Und ja, genau, wir machen jetzt einfach schon mal das Gebäude 2000. Ist in Ordnung. Und dann machen wir natürlich eine Tür rein. Aber große Gefängnistür, würde ich sagen. Und dann habe ich da eine Idee. Wir ziehen hier nochmal zwei Mauern hin. Dann kommt da nochmal eine große Gefängnistür hin. Und hier kommen zwei Metalldetektoren hin. Dass mir da nichts rausgeschmuggelt wird. Können wir die Fenster schon setzen hier? So. Machen wir da. Und da. Da. Ja, da kommen wir nicht dran, weil der Baum im Weg ist. So. Ach, da braucht keine Tür. Okay. Wieso sind hier Blümchen gewachsen, als sie die Mauer... Als sie den Zaun da hingesetzt haben, sind da Blümchen gewachsen. Ist ja auch interessant. Hab ich da vergessen, einen Zaun zu machen? Tatsache. So, wie ist die Stimmung wegen des Essens? Na, nicht so gut. Aber... kann man nichts machen. Aber ihr habt den Tag ja auch schon bald überstanden. Und dann gibt es ja bald schon wieder ein bisschen was zu essen. Aber nicht mehr heute. Das sieht doch alles schon sehr schön aus. Wir machen jetzt auch natürlich wieder noch ein bisschen Zusatzkohle durch den Export. Da haben noch welche Hunger, aber das tut mir jetzt leid. Das Gefühl, die sind irgendwie langsamer geworden hier im Bauen. Kann natürlich auch Täuschung sein. Wir können auch schon mal bei der Versorgung gucken. Wir müssen natürlich auch noch Strom reinziehen. Und wir müssen da Strom hinziehen. Das auf jeden Fall. Weil die brauchen Strom. Die Metalldetektoren. So, gleich ist Schlafenszeit. Bisschen noch. Stimmung. Ist erschreckend gut. Wir haben nur einen von 18 frei. Warum? Die machen alle Pause hier. 2 von 18. Okay. Das passt noch alles. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die hier immer so beieinander laufen, aber ich denke mal, da wird sich noch was tun. Und hier. Ja, das ist okay. Das können wir so laufen lassen. Ist immer noch nicht fertig. Fundament ist noch im Bau. Macht er? Jetzt zerlegt das Holz oder was? Ja, sieht so aus. So, hier, das kann nicht erreicht werden. Warum? Ist blockiert.
Achso, ihr stapelt da erstmal das Holz oder? Quatsch. So, Tor montiert. Das setzen wir erstmal auf Modus auf, genauso wie das. Nicht, dass hier einer sagt, wir können das nicht erreichen. So, der Zaun ist immer noch nicht fertig. Könnt ihr bitte da oben die Ecke setzen? Weil dann kann ich hier anfangen abzureißen, den Zaun. Vorher traue ich mich das nicht unbedingt. Wenn wir den hier wegmachen. Ja, ist okay. Das ist ja nur das Lager, was wir gleich bauen. Müde, Hut aus. Was macht ihr Hut euch hier aus? Wo sind denn unsere Bauarbeiter hier? Oh, die laufen außen rum wieder hier. Jetzt bringen die das Holz gerade erstmal weg, oder was? Ja, auch nicht unbedingt verkehrt. Und 59 nur noch. Wurde einfach einer entlassen. Wir können doch auch hier, Moment, wo war das denn hier? Wertung. 4 Gefangene wurden entlassen. Oh, ist doch schon mal was. Ja, das kann nicht erreicht werden. Aber wie gesagt. Ja, Moment. Wir können das. Ich glaube trotzdem. Wir machen das jetzt hier weg. Die werden dann in der Zeit schnell. Ja, jetzt bauen sie weiter. Das ist ein bisschen seltsam. Der macht jetzt wieder nichts. Der holt sich jetzt Kabel und geht außen rum. Geht alle außen rum. Die sind aber auch. Wegfindung ist nicht unbedingt die beste, muss ich ja sagen. Was ist das denn? Das ist ein Grafikfehler. Das ist kein Stapelbleichmittel. So. Wie sieht es denn da oben aus mit dem Zaun? Ich möchte nämlich nicht, dass gleich die Leute dadurch rausrennen. Wollt ihr den da oben nicht setzen? Muss ich den so setzen? Denn da Metalldetektoren da außen liegen. Die wollten das gerade alles außen lang bringen, ne? Ihr seid doch alle doof. Und er stapelt das Holz hier. Nun ja, was soll's. So, die sind natürlich 59, haben ernsthafte Beschwerden. Und das ist bestimmt kein Duschmangel, sondern es ist Hunger. Es gibt aber gleich was. Was ist hier los? Raum. Voraussetzung Größe 5x5. Minimal eine Tür. Hä? Wie? Das ist der Hof. Das ist doch der Hof. Thank you.
minimal eine Tür. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wozu braucht der Hof eine Tür? Von mir aus soll er eine bekommen. Da. Weiß nicht, ob das was bringt. Hä? Wie bist du denn da reingekommen? Sorry, ich muss dich entlassen. Du hast dich verlaufen. Und du baust bitte den Zaun da oben. Geht doch. Gott sei Dank. Und warum findet ihr da keinen Weg hin? Das gibt. Das geht doch gar nicht. Das ist doch. Gab es hier Theater? Ja, was steigt? Ich verstehe auch nicht, warum die dann immer wieder in der Übergangszelle landen. So, es gibt gleich was zu essen, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Muss das nur einmal überstehen hier. In der Küche gibt es jetzt Theater. Und da wollte einer abhauen. Bestrafung, Isolierung 12 Stunden. Drehen sie gerade ordentlich durch. Es gibt Essen. Wie viel schaffen's? Prozent. Hm. Na gut, dann müssen wir jetzt durch. Alle unsere sind voll in Action. Achso, die ruhen sich aus. Drei Stück, deswegen. Und so, es ist jetzt ein bisschen ruhiger wieder geworden. Aber die sagen, die kommen da nicht hin. Warum nicht? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich setze jetzt hier nochmal eine Personaltür hin. Vielleicht kommen sie ja dann dadurch. Warum stapelt ihr jetzt da hinten Holz? Der Hof funktioniert wieder, seit ich die Tür da habe. So.
muss euch leider in Isolierung packen, weil ihr wahrscheinlich wieder Buggy festhängt. Genauso wie du. Sonst bist du nämlich gleich weg. Du stehst ja schon draußen. Zwei neue Wachen, würde ich sagen. So, worauf wartest du? Na, mal gucken, wirst du denn wegtransportiert oder nicht? Fast ja, ne? Die sind alle nur gerade so beschäftigt hier. Ja. Okay. Das seid alle ihr, die Theater gemacht habt. Gut. Wollte er. Und da kommt immer noch nichts hin. 12-mal fehlgeschlagen. So, wir sind aber wenigstens bald hiermit durch. Gott sei Dank. So, was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Nicht forschen, sondern versorgen. Kabel. So. Weg und die Kabel neu. So, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Was die mit dem Holz machen, das kapiere ich auch nicht. So, die holen da endlich die Kabel. So. So. Da fehlt jetzt noch der Rest an Kabel, aber das ist schon wieder angeblich nicht erreichbar. Und ich ja auch nicht so richtig glaube. So, 87%. Aber Zeit ist schon wieder rum. Wir machen wieder eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Prison Architect. Bis dann. Tschüss.